Der Betrogene Riese. Ringal war ein Riese in Irland, vor dem sich alle fürchteten, da er mächtig und grausig war. Erschien er mit seinen langen Haaren und buschigen Augenbrauen auf der Straße, so nahmen die Kinder Reis aus. In Schottland lebte ein anderer Riese, der sich mit Ringal messen wollte. Als Ringal das zu Ohren kam, erschrak er sehr, weil er schon von der Mächtigkeit des Schotten gehört hatte. Als Ringal den Schotten kommen hörte, legte er sich ins Bett und befahl seiner Frau, dem Gast folgende Lüge aufzutischen. Ringal sei zum Holzhacken in den Wald gegangen. Im Bett liege ihr kleiner Sohn. Gesagt, getan. Der schottische Riese kam an. Die Erde bebte unter seinen Füßen. Er war so hoch wie ein siebenstöckiges Haus. Der Riese wurde von der Frau herzlich begrüßt. Nimm Platz und warte auf Ringal. Er musste leider zum Holzhacken in den Wald. Und wer schläft da im Bett? Erkundigte sich der Gast. Unser kleiner Sohn, der zum Holzhacken noch nicht taugt, antwortete die Frau. Als der Riese das hörte, verabschiedete er sich höflich und ging eilig fort. Seine Neugier auf Ringal wurde gezähmt. Er erschrak davor, wie groß Ringal sein könnte, wenn sein kleiner Sohn so riesig ist.